Teil 2 von, ich baue das komplette Studio von Art Attack in meinem Zimmer auf. Im letzten Video haben wir erfahren, dass dieser Schauspieler von Art Attack Benny Weber heißt und ich wollte immer so sein wie er. Unser XXL-Federmäppchen muss noch befüllt werden und wer hat das damals auch in der Schule gemacht? Mit diesem grauen Papier wollte ich mir ein Radiergummi basteln. Ich werde im Laufe des Videos solche Punkte auf dem Radiergummi draufzeichnen und wer mir am Ende die korrekte Anzahl sagen kann, den folge ich zurück. Dinge, die ich als Kind haben wollte, diesen weißen Bastelkleber, jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Als nächsten Schritt wollte ich ein XXL-Lineal basteln. Das zweite, was ich damals in der Schule nie hatte, war ein Spitzer. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Spitzer gehabt. Deswegen habe ich mir einen selber gebastelt und da musste natürlich auf mein Federmäppchen drauf. Jedes einzelne Teil in diesem Video habe ich selber mit meiner Hand gebastelt und ich habe dafür mehr als 13 Stunden gebraucht. Das war auf jeden Fall das Aufwendigste, was ich in meinem Zimmer gebaut habe. Benny Weber, ich hoffe, du bist stolz auf mich und so wurde aus meinem Zimmer ganz Art Attack.